Einmal noch! Halt, Stein! Ein Geräusch! Los, beweg dich mal ein bisschen, wir müssen hier raus. Ein Geräusch! Wir müssen einmal nach rechts gucken. Hier! Ich weiß nicht, was da draußen noch ist. Da ist irgendwas zum Kaputtkloppen. Ja, ach, der Tank ist das, ne? Oder was ist das? Nee, die Abhörbresche. Hier oben muss was. Ey, hier oben ist auch noch was, Miri. Komm mal raus. Ja. Button. Mach das mal. Ich markiere das jetzt mal auf der Karte, aber das wird mir da nicht angezeigt. Da oben muss noch was sein. Nein. Ja, los. Doch, 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 da oben ist doch noch was. Das ist hier der Tank. Nein, Mann! Ach, da oben, das da. Ja. Da gehe ich jetzt auch mal hin als erstes. Aber da kommen wir hier so nicht hoch. Nein! Ein Geräusch! Scheiße. Ne, komm, wir machen jetzt erstmal das hier und dann gehen wir da oben. Ja, hin. Wir machen die Abhörbresche oder wie das heißt. Epesche heißt das. Klugscheißer-Modus aus. Nein, nein. Waren wir hier schon in den Gebäude? Wir gehen jetzt nochmal in die Baracken hier rein. Ja, ich bin hier in dem Gebäude. Ja, okay, dann lass uns das zuerst machen, komm. Oh, sieht nice aus hier. Ah, guck mal, da liegt doch was. Omas Knarrensessel hier. Oh, ein Safe. Soll ich den sprengen? Nein, warte mal, gucken, vielleicht habe ich die Kombination. Ja, sie haben den... Sie das kann ja sein. Ja, ich weiß es nicht. Ja, habe ich... nee, Tresorkombination erforderlich. Ja. Das heißt, wir müssen uns die erstmal besorgen. Ja, irgendeiner von den Dödels da draußen. Irgendeiner wird die haben. Irgendein Offizier oder sowas? Ja, kann sein. Wir gucken mal, wo bist du denn schon wieder? Ich bin hier an dem Tisch hinter ihnen. Okay, dann schnappen wir uns die. Wen? Ja, wir machen die. Da laufen nur noch zwei Idioten rum. Okay, ich geh mal raus. Die holen wir uns jetzt. Leise, aber wir holen die uns. Wir locken die erstmal ein bisschen an hier. Das sind doch nur normale Fuß oder. Achso, warten wir mal. Ein Geräusch! Hm. Das ja, komm, dann geh mal näher ran. Die merken es nicht. Die merken nichts mehr, aber. Na, hier haben wir wieder Gebüschi. Oh, da liegt was. Da liegt was. Warte, ich lock die mal. Geh mal ins Gebüsch. Nee, komm mal ran hier. Ja. Komm mal ran, die sehen uns nicht. Halt die Augen offen. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Ja, ich fühle mich beobachtet. Er fühlt sich beobachtet, sagt er. Jawohl, verschiedene Dokumente. So, und jetzt locken wir die an. Ab ins Gebüsch. Warte mal, ich schmeiß mal ein Steinchen. Nein, noch nicht. Erst ins Gebüschi. Hast du das gehört? Oh. Sieh lieber mal nach. Da kümmt er. Ja, lass ihn kümmern. Ich schmeiß mal hier einen Stein rüber, dann geht er hier ran vorbei. Der sieht mich doch. Warte. Jetzt Moment, da war ein Geräusch. Jetzt geht er vorbei. Jetzt können sie. Kann nicht. Der muss hier hinkommen. Aha. Er dreht sich um. Hat aber gedauert immer bei. Ja, der sieht dich, der sieht dich. Da sieht dich einer. Ab ins Gebüsch. Los. Lenk den ab. Wir haben eine Tellamine dabei. Das okay. Sind zwei Mann. Okay. Jetzt in das andere Gebüsch und dann locken wir die auch an. Ja. Okay, anlocken. Mann, komm jetzt. Ja, alles klar. Ist denn da alles klar? Man hat auch unendlich Steine, glaube ich, ne? Ja. Meine Güte. Warte, ich schmeiß den mal ein bisschen näher. Ja, jetzt hat er gemerkt. Wachsam bleiben. Das interessiert die gar nicht.
Ne. Aber gar nicht. Was ist, was im Abendessen geht? Er redet immer vom Abendessen. Nix, dann juckt die nicht. Ein Geräusch, ganz eindeutig. Lassen wir den mal laufen. Ne. Das juckt den nicht. Hey, Kamerad, du willst nicht anders. Du willst es echt nicht anders. Ne, der will nicht. Okay, ich hole mir den so. Warte mal. Aber ganz vorsichtig, Herr Hoxton. Jetzt hat er gemerkt. Bleib aufmerksam. Ne, das interessiert die nicht. Das juckt die einfach nicht. Gibt's doch gar nicht. Nee, ich hole mir den so. Warte. Warte. Nö. Das juckt den einfach nicht. Das geht den am Arsch vorbei. Wie es wohl zu Hause läuft? Hä? Der wird ja gleich vergehen, Kamerad. Immer schön wachsam bleiben. Das juckt den gar nicht. Ganz eindeutig. Und schon ist er wieder weg. Der hat sich hingelegt, Miri. Ja. Ich guck mir mal den anderen an, der da. Warte noch nicht! Nein, ich guck mir den nur an, was der hat. Der hat aber nur eine Tellermine. Kann hier das Ding hochjagen? Ja. Aber nee, nee, nee. Ja. Wir sollen eigentlich die Kotknacker knacken, ne? Ja, ja. Aber wir brauchen ja. Vielleicht müssen wir noch alles durchsuchen hier. Mhm. Soll ich das hochjagen oder nicht hier? Nein, noch nicht. Noch nicht. Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. Ah, hat er was gehört? Kommt er jetzt oder nicht? Wo rennt der denn jetzt hin? Bleibt aus der Schusslinie! Was ist das für einer? Jetzt rennt der ganz woanders hin. Der soll hier hin rennen. Alto Belly. Hm. Wir kommen an diesen Safe-Dings nicht dran. Deswegen müssen wir die anderen Baracken noch durchsuchen. Ja. Warte, ich gehe noch mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Vielleicht ist hier was. Ja. Pistolenmunition habe ich hier gefunden. Ich komme mal zu Ihnen. Wir brauchen unbedingt die Safe-Kombination. Ja. Was liegt da oben? Na, das war nur Munition. Ne? Okay, hier ist nix. Na. Doch nicht, Mann. Also, würde ich mal vorschlagen, gehen wir noch mal da oben hin in die anderen Baracken. Warten Sie mal eben. Das ist eine Idee. Warten? Kann ich Ihnen noch nicht sagen, ist ja nur eine Idee. So. Verstehe. Weil hier ist auch wieder so eine Bunker-Gedönsanlage. Aha. Aha. Huch. Wollte ich jetzt gar nicht. Was ist denn jetzt mit Ihnen da? Ja, ich bin hier gerade am Kletterhangeln. Warten Sie mal. Ein Geräusch. Ja, geh mal gucken. Geh mal gucken. Wir bleiben mal hier im Gebüsch. Das ist bestimmt noch ein Geräusch, ne? Hier noch ein Geräusch, ja? Und noch ein Geräusch. Ich hab da doch was gehört. Ja? Ja, ein Geräusch. Geh mal gucken. Gehen Sie mal gucken. Geh doch mal gucken, wo das Geräusch ist. Moment. Was war das? Ein Geräusch. Hättest du nichts angezeigt als nur ein Geräusch?
Geh mal gucken. Da war doch ein Geräusch. Ah, hast du. Geh doch mal gucken. Ein Lockst Geräusch. Du den zu mir? Ja. Okay, dann muss ich ihn weiter locken. Warte. Was war das? Ja, das war ein Geräusch. Komm. Komm. Geh gucken, komm. Weiter gucken. Moment. Ein Geräusch. Fertig. Boah, hört sich das scheiße an, aber. Ein Geräusch. Komm mal mit, da unten, da, am Strand sind noch zwei Mann. Ja, ich sehe sie gerade. Geh du mal da rum, ich gehe hier rum. Lirum, larum. Löffelstiel. Ein Geräusch. Da unten. Da ja, könnte. Die locken wir. Markier die mal bitte. Oh, warte, ich sehe die von hier so schlecht. Da gibt es aber Brille für, ne? Ja. Ja. Ein Geräusch. Ein Geräusch. Wo sind die denn? Warte, ein ich Geräusch, hab sie. Ein Geräusch. Einer ist hier. Hi. Oh, geil. Ist hier. Und einer ist da. Haben die was dabei? Warte, ich guck nochmal. Der eine hat nichts dabei und der andere. Auch nichts. Okay, dann holen wir uns die mal. Hat auch nichts dabei. Schwierig da runter zu kommen, glaube ich, ne? Ja, wir können die ja hochkommen lassen. Aber lassen. Nee. Wir machen mal Geräusch. Versuchen wir hier runter zu kommen irgendwie. Leise. Der kommt zu dir. Scheiße, Miri. Ich hab da was gesehen. Mann getötet. Geh mal hier das Gebüsch rein, ja? Nicht dich auf! Knapp an Munition, verflixt! So. Ja, oh, danke, Miri. Scheiße, danke. Scheiße! Wir müssen hier weg. Ganz toll hast du das gemacht. Ab in die Baracke! Ganz toll hast du das gemacht. Das war nicht gut, ne? Jetzt haben wir Action, ne, Leute? Das war scheiße. Komm hier wieder hoch. Nein. Komm ich nicht. Warum nicht? Ich hab mir den Arsch aufgerissen, um hier runterzukommen. Ah. Da werde ich jetzt garantiert nicht wieder hochkommen. Okay. Aber es beruhigt sich ja gleich. Ich komm jetzt gleich hoch. Das war echt scheiße, weil du mit einer lauten Knarre geschossen hast. Nein, ich habe mit der HDM geschossen. War ich ziemlich laut. Ja, vielleicht weil das hier unten halt oder so. Wo liegt der denn jetzt? Wo hast du den zweiten abgeknallt? Da, wo du jetzt bist ungefähr. Ne, hinter der Mauer da hinten. Oh. Warte, ich sag dir. Oh, ich hatte irgendwas gesehen. Ach, da oben ist einer, okay. Da, komm mal. Komm mal links, weiter links, weiter links, weiter. Da bewegt sich was. Weiter links, nicht da. Ja, was denn? Ja, warte, ich komm. Oh! Verdammt. Ja, du hättest auch da links runter. Ja, wollte ich ja eigentlich, aber der hat irgendwie nichts gemacht. Eigentlich war der hier an den Steinen. Hier war hier, der. Hier ist keiner. Hier ist er. Nicht, nur die Knarre. Hier ist er. Hast du ihn durchsucht? Der konnte es nicht. Ließ sich nicht durchsuchen. Lass uns abhauen hier, komm. Ja, dann gehen wir hier hoch. Das Röhrchen hoch. Aber ich muss mal eben ein Medikett nehmen. Weil. Ja, ich auch. Ich bin nämlich da runtergerutscht. Ich bin nämlich auch gerade runtergeflogen. Reicht ein Verband? So, ich bin. Ja, ein Verband reicht auch. Wieso legst du die Leiche denn hier hin? Weißt du doch ins Gebüsch? Okay. Mach das mal eben für dich. Ja, danke dir. Naja. So bist du halt, ne? Ja, ich muss da für dich immer aufräumen hier. Was soll man denn? So.
Okay, die beiden sind weg. Also wir gucken mal eben. Wir haben, wo hatten wir denn jetzt den Eumelbums? Den hier hatten wir. Nee, warte mal. Wo hatten wir? Hier oben war der, ne? Boah, das war jetzt doof, dass wir den Adler weggemacht haben. Warum? Weil ich jetzt nicht mehr sehe, wo der, das würde mal so eine, verstehst du, dass man mal so gucken kann, wo ist der eine Adler, wo ist der andere? Du bist doch selber schuld. Du hast ihn ja auch weg. Ja, war doof. Hätte das erstmal so gelassen eigentlich. Ja, du warst ja derjenige, der da so geil drauf war. Kletterst schon hier hoch? Ich bin schon oben. Ja? Ach ja. Komm, wir wollen weitermachen hier. Ja, diese Depesche da möchte ich haben. Ja, aber dafür brauchen wir den Dings. Nee, meinst du, das ist die Depesche? Ja, da, die ist garantiert in dem Safe. Deswegen wollte ich ja in die Baracken da hinten rein. Ha? Dann machen wir das einfach mal, ne? Es sei denn, du bist so wahnsinnig und willst das alles sprengen. Ich kann ja das Geschütz sprengen und gucken, was darin kommt. Ja, mach das doch mal. Soll ich mal machen? Hinter zwei Geschütze, ein rechts, ein links. Ja, ich mach rechts. Du sagst mir nur, warte mal, wir legen Dings dran. Ja. Und zeitgleich. Ja. Werden wir dann den Zünder machen? Ja. Sag, wann du bereit bist. Geschütz war dran, Ladung war dran und ich bin bereit. 3, 2, 1, jetzt. Und weg. Okay. Ab ins Gebüsch hier hinten, komm. Ja, du gehst da hinten hin, ich geh hier hin. Zeitgleich, bam. Okay, die haben jetzt ein bisschen was zu tun. Ich komme mal zu dir. Weil der hätte es grundlegend schon zu mir laufen sollen eigentlich. Ein Geräusch! So, ich möchte jetzt einfach mal in die Baracken da hinten rüber. Komm jetzt. Weil hier in dem Ding soll der drin sein. Ja. Ich möchte in die Baracken hier rein. Weil irgendwo. Guck mal, da sind auch nur noch 3 Mann, ne? Hm. Schnappen wir uns auch noch. Guten Tag. Irgendwo muss der Dings liegen. Der Key. Irgendwo muss der sein. Tja. Vielleicht hat ihn ja doch ein Hauptmann. Hier ist aber keiner. Hm. Komm weiter. Achso, hier waren wir schon, ne? Ja. Du kannst aber mal eben dann den Dings hochjagen, den Tank. Okay. Warte mal, ich guck mal, ob ich das von hier machen kann. Ich kann das schon. Ja, dann. Komm jetzt, komm zu mir. Ich bin noch da. Nein, bist du nicht? Ich bin im Gebüsch hinter ihm. Ja, da bin ich aber nicht. Komm, welche, weil. Guck mal, da kommen. Das sind welche. Ja, hier glitzert irgendwas. Warte mal. Könnte sein, dass das der Code ist. Ich hoffe. Geh mal gucken. Ja. Scharfschützenberichte. Unteroffizier Peter Hartner. Oh, wurden gesehen? Was? Oh, scheiße. Da sind ganz viele. Ich guck mal eben. Das, oben ist einer. Komm mal da weg! Ach, das bildest du dir. Der kommt jetzt hier hin. Ja, ich hab gesehen. Scheiße! Komm weg! Weg. Erstmal weit weg hier. Wo kommt die hin? Ja, die müssen erstmal in Ruhe werden, ruhig werden. Komm mal weit weg hier. Kann ich nicht! Ich kann nicht weg. Dann knall die mir ab. So, dann knallen sie die lieber ab, ne? Der hat einen Abschiedsbrief. Sauber. Alles wieder ruhig, komm ran hier. Ja, bin schon dabei. Aber da oben ist noch einer, Vorsicht. Ja, ist nicht schlimm.
Der kommt jetzt. Ja, lass ihn kommen. Ah, der hat den. Der hat den, ja, der ist ein Offizier. Der hat den Code. Jetzt war ein Dienstplan. Dienstplan. Okay. So, einsammeln. Jawohl, Dienstplan. Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Noch einer! Markier den doch erstmal! So viel Zeit hatte ich nicht. Der hat auf mich geschossen sofort. Oh Mann, ey. Da ist noch einer. Ja, dann markier die doch. Ich sehe ihn aber nicht sofort. Ballert nur drauf, ey. Wo zum Teufel ist der? Hab ihn verloren! Jawohl. Wo ist der? Ah, ich sehe ihn. Hinterm Tank, hinter der Kiste oder was? Ach da, ja. Okay. Okay. Lass doch mal Kurve den Safe aufkriegen. Hm. Die Leichen hier liegen, komm. Wir gucken jetzt mal, ob wir den Safe aufkriegen. Vielleicht funktioniert's. Denke, ich hab jetzt alles erstmal genug gekreit. Getötet, glaube ich. Wo ist denn der Safe? Wissen Sie das noch? Ich bin doch schon da. Ah, warten Sie, ich komm. Wir versuchen mal, ob das geht. Moment. Nee, immer noch nicht. Okay. Dann müssen wir vielleicht den letzten holen. Ja, wahrscheinlich. Irgendeiner muss das Ding haben. War das ein Geräusch? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normaler Scheiß-Typ hier so ein Ding hat. Alter, warum hast du denn nicht lautlos? Hab ich doch. Ja, der hat aber geschossen auf dich, ne? Der macht ja nichts, der hat aber nichts gehabt. Ah. Wo finden wir den Scheiß? Verdammt nochmal. Das ist eine gute Frage. Vielleicht in der Burg? Bei dem Funker? Kann auch sein. Lass uns mal erstmal in den Dings hier reingehen. In den Bunker? Naja. Wir gucken uns das mal an. Irgendwo muss es sein, Miri. Hab alles gefunden. Gehen wir erst hier unten rein, ja, ne? Ja, aber das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, das machen wir jetzt noch. Zerstör das Ding mal. Oh je. Zeitzünder? Ja. Okay. Okay, und komm her. Hier ist ein Gebüsch. Ich bleib mal hier. Oder ich geh doch mal ins Gebüsch. Jawohl. Schiffsartillerie. 2 von 5 haben wir zerstört. Geh mal hier oben hoch. Hm. Meine Güte. Hier oben ist auch noch mal. Ja. Zerstör ich auch. Machst du, ja? Ja, ja. Aber ich finde hier nichts, ne? Ja, ich weiß nicht, wo der ist. Müssen mal gucken, vielleicht haben wir den irgendwo. Okay, runter, Timer läuft. Ja, ich sehe es. Was komisch ist, dass das nicht gezählt wird, ne? Ja. Ich habe ein Problem, ey. Ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Ja. Ich weiß nicht. Ansonsten sprengen wir den Scheißdings. Weil, komischerweise, der Typ da hinten wird immer noch angezeigt, aber der kann das ja nicht haben. Nein. Warum steht hier so ein Fotoapparat? Kannst du mal durchgucken.
Mache ich ja schon, ob ich hier irgendwo. Was? Mach mal das nächste kaputt, ja. Wo machst du was kaputt? Ja, hier. Ach, da. Und weg. Ah. Bounce. Ja, Leute. Wir müssen noch was vorlesen. Ah. Das ist unfassbar, der Mann. Okay. Dann lesen wir noch was vor. Ich lese jetzt den ersten, den Abschiedsbrief. Ja, mein Hauptziel. 9. April 1943. Liebe Hanne, du bist mein einziges Ziel, meine Liebste. Wenn ich bei dir wäre, würde ich dich in meinen Arm, mit meinen Armen umklammern, um dann mein Hauptziel, deine Lippen, erobern. Doch ach, es soll nicht sein. Weine nicht, um mich zu ehren. Lebe ein langes und glückliches Leben und denke an mich nur einmal auf deinem Sterbebett. Dein dich liebender Ehemann, Gerhard. Oh mein Gott. Abschiedsbrief, ein gebrochenes Versprechen. 14. Juli 1943, ihr wisst, 2 Tage vor dem. Liebe Clara Mond, wenn du diesen Brief in Händen hältst, bedeutet das, ich bin tot. Das tut mir leid. Ich weiß, ich hatte dir versprochen, gesund wiederzukommen und ich hasse es, ein Versprechen nicht einhalten zu können. Es macht mich traurig, an all die Dinge zu denken, die wir nun nicht mehr machen können. Aber eines Tages werden wir uns wiedersehen, im Jenseits. Vergiss niemals, dass ich dich liebe, Christian. Dann haben wir diverse Dokumente. Nicht abgeschickt, der Brief von Dieter Portner. Lieber Vater Perau. Perau, was ist das denn? Aber ist bestimmt ein Geistlicher, gehe ich mal von aus. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich mich an Sie wende. Es geht um die Sache, die wir bei meiner letzten Beichte in Berlin besprochen haben. Wie Sie sich denken können, lastet sie schwer auf mir. Morlock war unbestritten ein böser Mensch. Aber er war auch ein Major. Und wie Sie sagten, war es nicht an uns, ihn zu bestrafen. Das obliegt allein dem Herrgott. Leon weiß Bescheid. Er war zwar nicht mit uns in Halfaya, der Halfaya-Pass, ne? Sagt ihr was? Aber irgendwie hat er es herausgefunden. Wir können nicht sicher sein, dass er schweigt. Ich weiß, das Richtige wäre, sich an die Heilige Schrift zu halten. Aber die anderen denken anders darüber. Wenn Konrad nichts unternimmt, nun, dann werden es die anderen tun. Beten Sie für meine sterbliche Seele, Vater. Ja. Oh. Meine Güte. Halfaya-Pass war in Nordafrika, oder? Genau. Ja. Dienstplan, operativer Überblick 23. Verantwortlicher Offizier, Oberleutnant Eugen Lamas. Standort Würzburg, Radarschüssel. Abwesenheit keine zu vermelden. Anweisungen des Offiziers. Aufgrund der Nähe zu Würzburg muss dieser Bereich unbedingt abgesichert werden. Patrouillen sollten über gute Sicht in Richtung Felswand und die Straße hinauf verfügen. Anmerkung des Offiziers. Diesen Trupp mangelt es an Disziplin. Spontane Einsatzübungen stellen eine gute Möglichkeit dar, diesen nachlässigen Haufen wieder auf Vordermann zu bringen. Womöglich ist er für Sarkasmus empfänglich. Und dann haben wir noch mal Scharfschützenbericht, Unteroffizier Peter H. Anzahl der Abschüsse 12, 17. August 1943, Küstenstandort Magazzeno. Mutmaßliche Partisanen gesichtet. Die Patrouille war ihm auf den Fersen, aber der Schuft war zu schnell. Jawohl. So, und jetzt kommen wir Päuschen. Genau, Päuschen. Päuschen, Leute, ciao. Ciao.